So, dann auch bei YouTube. Hallöchen an alle. Wir machen heute bei Gregblock weiter. Ist jetzt schon etwas länger her, sage ich jetzt mal. Aber nichtsdestotrotz wollen wir weitermachen. Der liebe Tom ist nicht mit dabei. Wir schaffen es momentan einfach nicht gemeinsam zu streamen. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir, oder dass ich halt, machen könnte. Ja, danke dir, Phil. Sorry, ja, danke dir. Ja, dass wir ganz normal weiterspielen. So, Mann, ja, egal. Gut, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich weiß nur noch so halb, was wir besprochen hatten. Unter anderem waren da ein paar Anlagen, die, ich sag mal, nicht gut liefen. Unter anderem läuft die gar nicht, komischerweise. Okay. Arsenik. Also, okay, das machen wir, glaube ich, irgendwie extra, oder? Ja, genau. Okay. Ein, zwei Sachen habe ich vorher noch. Ja, das Ding hier läuft irgendwie gar nicht. Warum läuft das gar nicht? Ach, weil der Kram wieder vollgelaufen ist. Du hast keinen Stream-Titel, soll das so? Warum habe ich jetzt keinen Stream-Titel? Doch, also bei mir habe ich einen Stream-Titel. Ich bin jetzt richtig verwirrt. So, doch, ich habe einen Stream-Titel. Also, ja, gut. Jetzt hast du mich verwirrt. Gregblock, es geht weiter. Ja, ganz genau. Weil ich halt keine Ahnung hatte, wo wir stehen geblieben sind. Hehe. Ja, wir haben ein paar Sachen hier mit der Package-Anlage, ja, ich sag mal, Probleme gehabt. Denn der hat hier erst das Oil-Cent rausgesaugt, bevor er es hier rausgesaugt hat. Und das ist eine Sache, die ich definitiv heute beheben will. Danke dir, Phil, für dein, für das Abo für Deron. Vielen lieben Dank dafür. Oder nee, dein Geschenk-Abo. Ja doch, Geschenk-Abo. So, jetzt. Vielen lieben Dank dafür. So, wir haben jetzt nämlich, genau, wir haben ein bisschen Oil-Sand, ein bisschen Tiny Pile. Und an sich ist die Idee, dass sozusagen zuerst das aus dem Packer rausgenommen wird und dann ganz normal. Das ist jetzt die Frage, ob wir das irgendwie vernünftig hinkriegen auch. Ich frage mich ehrlich gesagt, was hier gerade, also warum der vollgelaufen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hier ein bisschen mit den Prioritäten arbeiten. Und ich meine, dass wir die Drawer mit einer hohen Priorität, also eine niedrige Priorität, und die Drives mit einer hohen gemacht haben. Nee, genau andersrum. Okay. Das heißt, hier drüben haben wir auch irgendwo noch ein Interface dran. Nein, das ist ein Peer-to-Peer-Tunnel. Da, der müsste eine hohe haben. Okay. Das heißt, im Umkehrschluss, die hohen werden bevorzugt. Also müsste, ich habe hier drauf Storage Buster, genau. Die sind alle bei 0. So, der ist auch bei 0. Und der hat eine höhere Priorität, aber das ist doch jetzt eigentlich falsch. Warum habe ich Uranite, Dust? Ich habe keine Ahnung. So. Wenn ich jetzt aus dem System Ölsand rausnehme, habe ich es hier anscheinend rausgenommen. Ja. Hä? Ach, stimmt. Ah. Das war ja beim Reinpacken wird die höhere Zahl bevorzugt und beim Rausnehmen die niedrigere. Ich glaube, so rum war das irgendwie. Weil wenn ich jetzt nämlich hier Oil Sand reinschmeiße, müsste er hier was rausgenommen haben. Genau, und bei den beiden.
So, aber warum hat der hier noch keine 1000? So. Jetzt haben beide Ölsand drinne und der auch. Ja, gut, vielleicht hätte ich... So, wie kann man nochmal einzelne... Ah, machen wir es anders, machen wir es so. So, da sind zwei drin. Ja, kann ich hier leider nicht reinpacken. Mir wird höchstens einfallen, mal kurz hier den Export stoppen. So. Und warten, bis ich einen halben Stack zusammen habe. So, weil einen halben Stack kann man, glaube ich, einfach... Genau, so 24. 6, keiner und 19. So, dann dürfen hier jetzt nur noch... Warum sind... Achso, der hat nachgemacht, aber hier ist tatsächlich keiner mehr drin gewesen. Okay. Sorry, ich kenne das Modpack nicht. Worum geht es da? Kurzfassung, alles automatisieren. Kennst du generell Minecraft oder hapert's da auch schon? Ja, Studio Maustweaker ist hier nicht dran. So, 19 und 6. Ich würde aber gerne hier nochmal kurz einen durchlaufen lassen. Und für sowas muss man sich nicht entschuldigen. Wenn man irgendwas wissen möchte, kann man jederzeit fragen. So, das waren jetzt 6, 1, 20. So, 7, 6, keiner. Ja, ich kenne, ich spiele aber nur Vanilla, bin zu faul für Mods. Warum hat er jetzt da hinten auch was rausgenommen, anstatt nur hier? Ich versteh's nicht. Also Kurzfassung, das ist quasi ein Pack, was komplett auf Technik basiert. Das heißt, du kannst wirklich alles machen. Du kannst beispielsweise, was gibt's denn so? Nehmen wir mal Diesel. So, du kannst Diesel herstellen, indem du Light Fuel, Heavy Fuel zusammenpackst. Das musst du durch zigtausend Maschinen durchjagen, das machst du denn aus, oh, wo ist es, aus Öl, das Öl kriegst du, nein, da wollte ich, das wollte ich nicht haben, Oil, Heavy Oil, ne, boah, welches Öl braucht man da denn nochmal, Light Oil, Raw Oil, Heavy, nein, das stinknormale Öl, was man braucht eigentlich. Ah, hier. Okay, die Texturen sehen ein bisschen anders aus. Genau. Also im Endeffekt, das Öl macht man in das Ölsand das. Das muss man mit ein paar Arbeitsschritten aus Ölsand-Ore-Chunks machen. Und die kriegt man durch sieben quasi aus dem Nichts. Und das geht dann halt überall. Wir haben zigtausend chemische Elemente, Gase, also ich gehe hier gerade nur mal so ein bisschen was scroll das durch. es ist nicht ohne, also hier sieht man auch alle Erze, die wir haben. Das sind halt so paar alle Flüssigkeiten. Wir haben zigtausend Möglichkeiten, die Sachen zu verarbeiten. Ja. Und haben so zwei, drei Maschinen, mit dem wir was anfangen können. Verschiedene Kabel. Gut, die Erze generieren wir gerade nicht in dem Pack. Ja, Bienen sind hier auch drin, warum auch immer. Verstehe ich immer noch nicht. Aber ja, also wir können sehr viel schönes Zeug machen. So, aber jetzt habe ich immer noch das Problem, dass ich nicht verstehe, warum er hier was rausgenommen hat, obwohl beide die gleiche Priorität haben. Und quasi grundlegend, dass das, wo ich gerade immer reingegangen bin, wir speichern Items sozusagen digital in einem ME-System. Das ist das hübsche Ding. Das heißt, auf den Disketten hier sind die Items sozusagen drauf. Und dann können wir hier durchscrollen und alles rausnehmen, was wir so haben. Ja.
Also, ich sag mal, wenn du noch absolut nichts mit Mods zu tun gehabt hast, ist der Einstieg relativ schwer, weil Greg Block tatsächlich ein Hardcore-Pack ist. Also, das ist ja eine Nummer größer, will ich nicht unbedingt sagen, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. So, ich habe jetzt 1, 7, 7. So, wenn ich jetzt 8 rausnehme, war es richtig, ja. Warte mal, kriege ich hier nicht irgendwie aus Tiny Pile das? So, mach mir mal bitte hier ein bisschen kleines Zeug, damit ich hier was reinpacken kann. Sieht also aus, wenn man da keine Langeweile haben muss. Absolut nicht. Also, wir spielen jetzt an dem Stand auch schon... Warte. Ich kann da genau nachgucken, das interessiert mich gerade auch mal. Hier wollte ich hingucken. Also alles in allem sind das 170 Stunden Stream. Gut, ein bisschen Pause zwischendrin und allen drum und dran, aber... Ja, kann man ja ungefähr sich vorstellen, wie viel Zeit wir schon benutzt haben. So. 17, ja, das passt. So, ich würde jetzt aber gerne hier auch 7 Stück gleich drin haben. Mach ja mal bitte klein. Ja, wobei. So, 3, 7, 24. Und wenn ich jetzt 17 rausnehme, hat er den immer noch leer gemacht. Warum nimmt er den immer noch prioritär mit raus? Only extractable item will be visible, extract only. Ich versteh's nicht. So, wenn ich jetzt hier einen ganzen Haufen reinschmeiße. 10, 7. Und jetzt einfach mal rausnehme. Hat er zumindest das aus dem System. Das heißt, ich importiere den Kram einfach wieder ins System rein und fertig. Ja. Fällt mir gerade nichts Besseres ein. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir mal ein paar Packer auf. Weil wir haben hier nämlich Aluminium, Red Garnet, also wir haben sehr viele Sachen, die etwas nervig sind, wenn man das so sagen möchte. Und die will ich sozusagen jetzt damit stückweise dann zusammen craften. So, und das Problem ist, dass man den Kram nicht... Doch mal... Was sind das? Ich bin gerade am Überlegen, ob man da vielleicht das Autocraften... Naja, Autocraften bringt auch nichts. Wir haben das ja extra mit dem Exportbus gemacht, weil wir da ein paar Probleme mit hatten. Ich nehme Packer. Fertig. Also, wir brauchen erstmal... Das wollte ich haben. Wir brauchen Packager. Ja, nehmen wir auch einfach die Advanced. Was fehlt da? Kann ich die craften lassen? Wir haben die Robo-Arms noch nicht auto-craften lassen. Okay. Robo-Arm da. Zack, zack, zack. So, EV habe ich noch nichts. Naja, ich kann ja nicht fliegen. Hehehe. So. Ah, ich will das Pack unbedingt zu Ende spielen. Also eigentlich, wir spielen ja jetzt, glaube ich, auch schon seit
zwei Jahren dran oder so. Dementsprechend, ja. So, was ist jetzt der billigste von denen? Ach, der geht mit denen ganz normal. Für das Ende müsst ihr was machen? Es sind Quests. Ist das das? Ja, ist das. Das sind sozusagen Quests. Das kann ich gleich mal kurz zeigen. So, und was ich jetzt hier mache, ist eigentlich Rezepte einspeichern. Ich weiß nur leider nicht mehr, welche Reihenfolge welche Prozessoren hatten. Nanoprozessor definitiv nicht. Ja, machen wir es anders. So. Prozessor. Der geht nicht. Der würde gehen. Integrated geht nicht. Der geht nicht. Der auch nicht. Boah, die Dinger, die sehen auch alle gleich aus. Okay, so, was ist, war jetzt nochmal schwieriger zu craften? Gut, integrated. Integrated. Die tun sich nicht viel. Nehme ich den einfach. Ich glaube, so viele brauchen wir davon eh nicht. Genau, also an sich, ich habe jetzt hier quasi ein Crafting-Rezept eingespeichert. Und das kann man jetzt in... Hier. Das habe ich jetzt sozusagen in Interfaces reingepackt. Und die sind an Molecular Assembler angeschlossen. Und die Molecular Assembler ist ein Autocrafting. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach Arm suchen. Den hier. Und davon einfach sagen, 10 Stück. Das Ding wollte ich, glaube ich, haben. So, und wir haben 6 Arms. Und der Rest wird wahrscheinlich noch gecraftet. Genau, der braucht einen Moment. So. JE Synchronized. Auto Keep. So, das wollte ich haben. Oh, ist das nervig. So, ja. Also vor allem, wenn man halt viele Rezepte hat. Hast ja gesehen, die ganzen Prozessoren. Das sind halt etliche Arbeitsschritte und du kannst aufeinander aufbauen, das Ganze auch machen. So, und ich werde gleich auch einmal zeigen, wie quasi das im E-System funktioniert, weil ich da eh gleich was Neues aufbauen muss. Aber erstmal das Questbuch, wo die Taste nicht gelegt ist. Open Quests Z. Nee. Hier. Genau. Also im Endeffekt, das ist so... Hier fängt man, glaube ich, an. Man fängt ganz klein an mit so ein bisschen Mob-Loot sammeln, die ersten Sachen machen, geht dann los und baut die ersten Steam-Maschinen. Dann macht man LV-Maschinen einen ganzen Haufen, dann MV, HV und das sind halt immer so eine Quests wie hier, muss man so ein paar Sachen, beispielsweise eine Cracker-Unit bauen und sowas. Und Ziel ist es tatsächlich, alle Quests zu erfüllen. Ich weiß nicht genau, ob ich das hinkriegen werde, weil... Momentan alleine streamen ist ein bisschen, ja, ich will nicht sagen nervig oder langweilig, aber trifft es leider zu gut. Und ja, dementsprechend muss ich mal gucken, wie weit ich tatsächlich dieses Pack noch spielen werde oder ob ich demnächst mal ein neues anfange. So, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Kabel. Wir brauchen ein paar Tunnel. Mit einer Memory Card. Wo auch immer die Memory Cards sind. Ich habe kein Eisen mehr? Tatsächlich. Oh nein. Unsere Ressourcen sind gerade gar nicht angeschlossen, so wie es aussieht. Ne. Ich muss mal
irgendwie ein bisschen. So. Warum seid ihr hier nicht angeschlossen? Weil ihr keinen Strom bekommen habt, so wie es aussieht. Ja. Also hier sind quasi unsere ganzen Ärzte drin. Ich weiß nicht mehr, was das Schild gemacht hat, um ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall ist hier Strom aus irgendwelchen Gründen. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Peer-to-Peer-Tunnel. Nee, wie ist das Ding noch? Hier. Ja, wobei, so. Home. Dann.